Moinsen, meine lieben Freunde. Ich möchte es heute mal ausprobieren, das Fortnite. So viel habe ich davon gehört, jetzt immer wieder. Es ist von wegen, ich soll das mal spielen, ich soll das doch unbedingt mal spielen. Leider ist heute noch niemand am Start in meiner oder aus meiner Freundesliste, der mitmachen könnte. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal alleine durchwursteln. Der Shadow ist nämlich heute nicht verfügbar. Der hat das ja schon gespielt. Eigentlich wollte ich das mit ihm zusammen machen, aber der ist heute nicht verfügbar, deswegen mache ich das jetzt mal alleine. Ich muss mich jetzt mal durchkämpfen. Das Gute daran ist, ihr könnt mir Tipps geben, weil ihr kennt euch ja alle wunderbar aus und ihr könnt mir sagen, auf was ich achten soll. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe, das ist jetzt meine erste Runde, also nicht ganz meine erste Runde. Ich habe schon mal eine kleine Ausprobierrunde gespielt, da war ich nach 5 Sekunden tot, also nach dem Absprung. Und wie gesagt, erwartet nicht die Höhenflüge jetzt von mir. Ich habe keine Ahnung. So, ihr seht, ich bin auch Level 1. Ich habe hier gerade mal von diesem komischen Testspiel, was ich gemacht habe, irgendwie 17 XP gekriegt. Das ist aber lange nicht genug. Das heißt, ich spiele jetzt mal, ne? Spielen. So. Springe, wenn es geht, beim Anarchy ab. Okay. Ich versuche es zu berücksichtigen. Ich weiß nicht, was das Anarchy ist. Ja, also ich habe keine Ahnung, das ist so wie PUBG. Ja gut, das weiß ich auch schon. Ich weiß auch, dass man bauen kann, ich weiß aber nicht, wie ich bauen kann. Das müssen wir erstmal gucken. Jetzt kommen wir erstmal die Spülersuche. Und ich kann schon mal sagen, Lonestar und Rezari laden sich das auch gerade runter. Das dauert bei denen aber noch ein bisschen, so 2 Stunden oder so. Weiß nicht, vielleicht geht's noch, dass sie vielleicht die letzte Runde noch mitmachen, weiß ich nicht. Mal, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, okay, einsteigen und loslegen. Such dir einen Platz zum Landen und plündere Ausrüstung. Bleibe im Auge des Sturms. Tödliche Wolken kommen näher. Je stärker der Sturm wird. Auf weiteres Spiel. Ach so, das ist die Lobby. Oh Gott. Das war nämlich vorhin irgendwie nicht so, glaube ich. Da war ich irgendwie direkt. Da wird schon geballert. Das ist ja wie ein PUBG, wenn dann am Anfang alles schon rumballern. Arsch direkt. Ist auch ein bisschen laut, oder? Ein bisschen laut ist es ja schon. Warte mal, kann man das mal einstellen hier. Ton. Erstmal so. So, schon viel besser. Leertaste abspringen. So, ich habe keine Ahnung, wie dieses Anarchy ist, wo ich jetzt abspringen soll. Ich weiß es nicht. Gibt's eine Map? Ah, okay. Anarchy Acres oder was? Da oben. Da oben soll ich hin. Ah, da muss ich ja raus. Gott. Leertaste, schnell. Da hinten ist das, oder? Ich mach schon mal die Leertaste an. Ich weiß nicht, wie weit ich fliege, wenn ich das nicht aufhabe, den Schirm. Ich habe keine Ahnung, ich kenne das Flugverhalten nicht, deswegen mache ich jetzt mal auf Nummer sicher. Flash Factory ist viel geiler. Was, die Fleisch Factory? Wartet mal. Wo ist denn die Fleisch Factory? Ach, Flash Factory, da unten. Die ist aber ganz am anderen Ende. Da komme ich doch nie im Leben hin. Oder? Warum bin ich eigentlich eine Frau? Mal so. So gefragt. Kann ich das einstellen eigentlich? Ob ich Männchen oder Weibchen bin? Das geht bestimmt. Das muss ich mal, am Anfang muss ich mir das mal angucken, wenn das da, wenn da die Lobby ist. Flieg ohne Gleiter, okay. Kann man denn auch sterben, wenn man den Gleiter nicht auslöst? Oder ist das wie bei PUBG, dass das automatisch. Ah, okay. Es geht automatisch. So, jetzt bin ich bei der Anarchy-Farm. Ich habe, wie gesagt, ich muss es nochmal sagen, ich habe keine Ahnung. Wenn, dann müsst ihr mit Wissen glänzen. Ich weiß nichts. Ragnar ist da. Moinsen, Ragnar. Ich versuche mich mal hier an dem Spiel. So, ah, da ist ja einer drin. Ich habe da einen laufen sehen gerade da drin. Aber hier, das kann ich, glaube ich, zerschlagen irgendwie. Das weiß ich schon. Dann kriege ich irgendwie Bauteile oder sowas. Und hier, das kann ich auch kaputt machen. Dann kriege ich auch Stuff. Wo kriege ich denn Waffen her? In den Häusern wahrscheinlich. Ja, da vorne ist irgendwas. Da ist eine Waffe, glaube ich. Oder? Das leuchtet so komisch. Denkt dran, dass Waffen verschiedene Wertigkeiten haben. Was ist denn das hier? Sprungfläche, okay. Das ist cool, oder? Da wurde schon geschossen. Das ist nicht gut. Aber ich muss ja erstmal Loot finden. Das ist ja wie ein PUBG auch. Ich muss erstmal. Ich muss eine Waffe finden. Irgendwas Kleines oder so. Graue Waffen sind normal. Ab grün, lila. Wird es immer besser. Und Kisten zu öffnen lohnt sich, wenn man Munition und Waffen bekommt.
Warte mal, hier ist irgendwas. Hier ist ein Fass. Aber da ist irgendwie... Was heißt denn das hier eigentlich, wenn das so komisch blitzt? Ob ich in der Scheune eine Waffe finde? Wahrscheinlich nicht, oder? Hier ist irgendwie nicht so viel. Einfach mal draufschlagen. Einfach mal kaputt machen. Hinter dir im Haus. In dem Haus war eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Sowas? Meint ihr sowas? Wahrscheinlich, oder? Meint ihr sowas als Kiste? Ich weiß nicht, wie die Kisten aussehen. Ich sollte vielleicht sagen, dass das ein ganz spontaner Einfall war heute. Übrigens, mal kurz ein Hinweis an die VIPs, die gerade zuschauen. Hier ist, das ist doch auch eine Kiste, oder? Ein Hinweis an die VIPs, wir haben jetzt das Einhirn-Emoji. Ihr könnt jetzt das Einhirn-Emoji benutzen, liebe VIPs. Da ist eine Waffe! Waffe, Waffe, Waffe! Wie kann ich das nehmen? Ha, Mausrad, genau. So. Jetzt bin ich gefährlich. Ich habe 30 Schuss, na toll. Gott, ich muss mir erstmal an die Steuerung gewöhnen, an die Mausgeschwindigkeit und so. Und an das Aiming muss ich mich vor allem auch erstmal gewöhnen. Okay. Ah, da ist einer. Wie kann ich mich denn... Ah, so. Okay. Ja, scheiße. Ich muss erstmal drauf klarkommen, ne? Wie gesagt, das war jetzt erstmal zum Aufwärmen. So, also... Flash Factory war gesagt, aber da springen jetzt ganz viele ab, weil das ganz nah ist. Ich gehe mal zu Easy Grove. Boah. Juhu, da geht noch einer hin. Kisten leuchten und du hörst den Sound. Ah. Okay, Leertaste um Hängegleiter. Jetzt muss ich aber den Hängegleiter einsetzen, glaube ich. Jetzt komme ich da gar nicht hin, da hinten. Sturm braut sich zusammen in 56 Sekunden. Das checke ich auch nicht so richtig. Muss ich da im Haus dann sein? Oder was muss ich denn dann da machen, wenn da so ein Sturm kommt? Hm, da unten sind drei Leute. Ach du Scheiße. Ich versuche mal hier ein bisschen rüber zu gehen. Hier so, da wo die Häuser sind. Machen wir mal den Schirm wieder zu. Doch, das geht. Was geht mit dem Mausempfindlichkeit? Ich habe es jetzt nicht gesehen, wo das ist. Oder ist das bei Gameplay oder so? Ist es nicht bei Steuerung? Klopf, klopf. Achso, ich kann E aufmachen. Ich dachte, ich muss die Tür einschlagen. Oh, was haben wir denn hier? Ein Verband. Oh, was haben wir denn hier? Ein Assault-Rifle und Muni. Das ist doch nice. Gucken wir mal. Da können wir doch schon was mit anfangen. So, und jetzt kann ich... Moment. Auge des Sturms wird kleiner. Ach, ist der Sturm sowas wie die Bombing Zone? Zone wie ein paar. Ach so. Ach so. Ach ja. Ah, da rechts oben. Ja, okay, alles klar. Jetzt langsam fügt sich ein Bild zusammen. Alles klar. Ich wie rechts oben sehe ich, wo die Zone ist. Und ich sehe gerade wie in PUBG, dass ich in die Zone laufe. Richtig? Und die Zone ist der Sturm. Das Auge des Sturms. Und hier ist ein Lastwagen. Guckt mal. Da ist doch bestimmt was Schönes drin, guckt mal. Da gucken wir jetzt mal rein. Oh! Metall? Und was ist das? Das ist ein... Bei PUBG wäre das ein Aufsatz wahrscheinlich. Und hier ist es einfach nur Quark. Zone, da stirbst du wie in PUBG. Okay, okay. Aber im PUBG stirbt man ja nicht notwendigerweise direkt, oder? Wenn man in die Zone läuft, in die Bombing Zone. Weil da kann man ja auch überleben durchaus. Wenn man Glück hat. Und wenn man Pech hat, kriegt man zwei Bomben hintereinander ab, wie es dem Shadow passiert ist. In der einen Runde. Dann ist man direkt tot. Also erst ausgenockt und dann tot. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Oh Gott. Ah, da wird geschossen irgendwo. Irgendwo da hinten. Ja, da wird definitiv geschossen.
Das ist aber ganz schön nah. Das ist hinter dem Hügel irgendwo. Oder vielleicht sogar oben drauf. Mit der Pistole hat er ihn erschossen. Ich gehe mal hier reingucken. Hä? Ah. Gott sagen. Ha! Was war das? Schildtrank? Auf der 4 liegt das, ne? Das ist dann so eine Aktionstaste. Das kann ich dann benutzen, um mich zu shielden. Das hatte der vorhin gehabt, auf dem ich geschossen habe, oder? Das hatte der vorhin gehabt. Und deswegen ist der nicht umgefallen, als ich den erschossen habe. Deswegen hat er nur so komisch geblitzt wahrscheinlich. Oder? Ich glaube schon, dass es so ist. Wie kommt man denn hier hoch? Ah, hier kann man sich hochbauen, oder? Man kann doch auch irgendwie bauen. Wie geht denn das? Warte mal. Mit F1? Ah. Ah. Das ist ja cool. Ja, gucke mal an. Nicht schlecht. Eine Treppe kann ich auch machen mit F3. Ah, da brauche ich Holz. Moment. Ah, nee, Moment. Ich kann die Materialien... Mit Rechtsklick kann ich die Materialien durchschalten. Das ist ja nice. Aha. Ich übe nur, ja. Wie gesagt, es kann sein, dass einige jetzt sagen, was baust du denn da für einen Blödsinn? Aber... Ich muss erstmal klarkommen. Ich muss erstmal mit dem Bausystem warm werden und so. Ich muss es mal ein bisschen ausprobieren. Das ist jetzt Austestphase hier. Austesten. Ich muss das austesten. Ich kann sogar nochmal hier. So, machen wir das mal. Das ist cool. Das ist irgendwie cool. Irgendwie gefällt mir das. Aber wartet mal, ich will mal wieder die Waffe in die Hand nehmen. Nicht, dass hier oben war ja Schüsse gewesen. Nicht, dass ich hier noch erschossen werde. Muss ja aufpassen. Ich muss ja hier Leute töten. Ja, das ist nice. Auch, dass das nicht sofort fertig ist, dass sich das erst so nach und nach zusammenbaut, finde ich eigentlich cool. Oh, wie krass, wie viele Tipps da reinkommen. Ey, ich komme gar nicht mit dem Lesen hinterher. Über der Lebensleiste hast du noch eine Trink den Trank. Was? Über der Lebensleiste? Lebensleiste? Da oben. Ah! Ah ja, stimmt. Das ist eine zweite Leiste und das ist dann der Schutzschildtrank oder was. Okay. Oh, oh, da ist was drin. Da ist was drin, da ist was drin. Wie komme ich da rein? Durchs Fenster. Nein. Nein. Ich muss die Tür aufschlagen, kann das sein? Ich glaube schon. Haha, aufheben. Aufheben. Noch irgendwas? Ein Fernseher. Kann man die benutzen? Nee. Was ist das denn hier? Das sieht ja cool aus. Ist ja so... Ah, oh, da sind Sachen. Da sind Klamotten, guckt mal. Verband. Pumpgun. Eine zweite Waffe, nicht schlecht. Und jetzt kann ich... Was? Warum leuchtet das? Weil hier schon jemand mal draufgeschlagen hat. Nee, Moment mal, das hat jemand gebaut, kann das sein? Kann ich da hochspringen? Moment mal, irgendwer schießt da. Ah! Ah! Ach du Scheiße, hab ich mich erschrocken. Um Gottes Willen, ey. Oh Mann. Ich hab's noch so gehört im Hintergrund, dachte so, da ist doch bestimmt einer irgendwo. Ach, der Schild bleibt, trink den jetzt. Ja, es tut mir leid, es ist schwierig im Spiel zu gucken und gleichzeitig diese... wahnsinnig vielen Kommentare zu lesen, die gerade kommen. Ich brauche, wie gesagt, einen Moment, um das alles sacken zu lassen. Ne? Das muss alles erstmal eindringen in mein Hirn und ich muss das alles erstmal processen. Das ist ein komplett neues Spiel für mich. Ich muss erstmal reinkommen. Reinkommen. Rechts werden deine Ressourcen angezeigt. Pro Wandtreppe, Dach, flaches Dach. Brauchst du entweder 10 Holz, 10 Stein oder 10 Metall. Okay, okay. Der Trank, den du hast, ist ein Schutztrank, wo du Schutz für die zweite Zeile bekommst. Okay, alles klar. Das ist Schutzschild. Das habe ich schon jetzt begriffen. Und ich kann den also auch, sobald ich den habe, kann ich den trinken. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das läuft dann über die Zeit irgendwie ab oder so. Wie, so ähnlich wie die Boost-Items im PUBG. Hätte ja sein können. Man weiß es nicht. Aber das ist nicht so. Es ist so, wenn ich den trinke, dann bleibt der Schutz erstmal erhalten.
Boah, Alter, jetzt sieht man hier, okay. Jetzt sah man hier gerade, wie die Leute sich hier gegenseitig fetzen. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich gehe jetzt mal in die Wailing Woods, gehe ich jetzt mal. Ich weiß, ihr habt mir gesagt, ich soll zu dahin oder dahin. Aber ich will jetzt mal ein bisschen die Map erkunden, mal ein bisschen die Spots kennenlernen. Ich gehe jetzt überall immer mal woanders hin, damit ich das alles mal ein bisschen kennenlerne. Ist auch witzig, diese Mucke da. Findest du das Spiel besser als PUBG? Kann ich noch nicht sagen. Dafür habe ich es noch nicht lange genug gespielt, würde ich mal sagen. Also dafür muss ich es mal noch ein bisschen länger gespielt haben, bevor ich jetzt wirklich sagen kann, was ich besser finde. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal cool, dass ich was bauen kann. Das ist irgendwie nice. Du kannst auch Büsche in Kisten finden. Da kannst du dich tarnen, indem du den benutzt. Echt? Das ist ja wie in Don't Starve. Da kann man sich auch als Busch tarnen. Das ist so gut. Ich will einen Busch finden. Ich will mich als Busch tarnen. Ah, ich bin gegen einen Baum gestoßen. Ich bin bei... Oh nein, da ist noch jemand. Habt ihr es gesehen? Kann ich mich hier durchaxten? Ja. Vogelscheuche. Oh nein, da ist jemand. Ich gehe mal hier hoch. Ah! Erschieß mich nicht! Erschieß mich nicht! Ich hab doch nichts. Lass mich. Kann ich nicht das Auto nehmen und wegfahren? Wie im PUBG. Geht das nicht? Geht das? Nee. Oh! Oh! Nur noch 36 HP! Ist weg! Ist weg! Ist weg! Du darfst niemals in eine Stadt fliegen, wenn der Bus darüber fliegt. Ah! Ja, das ist so ähnlich wie in PUBG. Sie hat mich nicht gefunden. Ich habe mich versteckt. Sehr schön. Ah! Ah! Bitte nicht. Ich bin noch so jung. Ja, ja. Ich bin gefährlich. Wo ist er? Komm zurück. Oh, Moment mal. Die Zone. Kann ich eigentlich die Pilze schlagen? Nee, ich dachte, vielleicht kriege ich da ja irgendwie Heilung oder so. Okay. Wir laufen mal in die Zone. Ob ich da wieder beim Weg laufe? Wenn du einen Sound hörst, dann ist das meistens ein Chest, die du aufmachen kannst. Okay. Dieser Sound? Dieses Wummern? Dieses tiefe... Oh. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Aber immerhin habe ich mal zurückgeschossen und habe mal jemanden auch mal verletzt wahrscheinlich. Alter. Aber ja, ist langsam, ne? Langsam, so peu à peu komme ich halt rein. Ne? Das ist halt, das geht halt nicht von heute auf morgen. Ich kann ja nicht plötzlich der Profi sein, das geht nicht. Ich spiele es ja zum ersten Mal, muss ich immer sagen. Zum ersten Mal.
spielen. Die Chest hat so einen wummernden Sound, du weißt, wenn du den hörst. Das habe ich gerade schon gehört tatsächlich, diesen wummernden Sound. Kannst du mal den Singleplayer spielen? Geht das? Kann man einfach so den Singleplayer spielen? Ich dachte nur, der Battle Royale-Modus wäre irgendwie kostenlos. Dafür muss ich doch das Spiel dann kaufen, oder? Wenn ich Singleplayer spielen will? Weiß ich nicht genau. Für die Chest musst du immer Jump and Run machen. Ich spiele es seit gestern, bin schon Level 5. Ja, das kommt natürlich drauf an, wie lange seit gestern du es schon spielst, ne, wie viele Stunden. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich gehe mal nach Pleasant Park. Habe ich gerade gehupt? Abspringen! Ja, du musst den Singleplayer kaufen, okay? Ja, das. Ich weiß ja noch gar nicht, ob das jetzt so. Ob ich das jetzt unbedingt so spielen will oder nicht. Muss ich mal gucken. Mal gucken. Mal schauen. Jetzt spiele ich das erstmal. Wir wollen ja nicht gleich schon wieder aufs, mit dem nächsten Ding anfangen hier. Bevor wir nicht hier das richtig können. So, dann schauen wir mal. Oh, 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 da unten ist eine Chest. Ja, 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 ja. Sauber! Und? Schlurfsaft, was? Oh! Sturmgewehr! Den Saft, den kann ich doch gleich nehmen, oder? Ja, gucke mal an. So, und nu? Jetzt bin ich schon direkt gefährlich. Das ist doch nice. Ich habe einen Banzer. Und ich bin gefährlich. Und das heißt, ich schaue jetzt hier einfach mal Sachen kaputt. Oh, ducken muss ich mich. Oh, da ist Muni. Munition und Schildtrank. Kann ich jetzt eigentlich einfach den Schildtrank, den kann ich jetzt auch einfach trinken, oder? Oder ist es jetzt Verschwendung? Ich weiß es nicht. Ich mach das einfach mal. Wow! 75 Schild und hier noch eine Mini-Uzi. Nicht schlecht. Boah, jetzt bin ich gefährlich. Jetzt habe ich es hier voll drauf. Passt mal auf, meine lieben Freunde. Hier summt aber noch irgendwas. Warte mal. Ach, da ist ja noch eine Chest. Warte mal. Ich hab's noch gesehen. Ihr habt gedacht, ich sehe es nicht, oder? Ja, ich hab's noch gesehen. Ich tue das alles. Aufpassen, dass ich mich nicht jetzt hier überraschen lasse. Welche von den Waffen... Wartet mal kurz. Ihr könnt mir das sicher sagen. Welche von den Waffen ist denn besser, die ich jetzt habe? Ist jetzt die... eins wahrscheinlich hier die M16, oder? Ist doch die M16. Na, wartet mal. Für die andere habe ich mehr Muni, oder? Nee, ich habe für beide gleich viel Muni. Ach, die brauchen dieselbe Muni. Kann das sein? Glaub schon. Oh! Haha, habe ich mich gerade erschrocken. Wie geil ist das denn? Warte mal. Hui! Ja, hui! Warte mal, kann ich... Moment. Sekunde. Hui! Habe ich's... Nee, ich... Warte mal, ich will da oben rein. Ach, schade, es geht nicht so einfach, glaube ich. Plündern! Oh. Maschinenpistole und Munition. Und Verbände. Nein, Rucksack voll. Wie kann ich was wegwerfen? Warte mal, dieses kleine Gewehr da hinten, das will ich nicht haben. Wie kann ich denn das wegwerfen? Was muss ich denn da drücken? Nee, Moment, das nicht. Was muss ich denn drücken, um das Gewehr wegzuwerfen? Ich will das wegwerfen. Warte mal, vielleicht X? Nee, bei PUBG wäre es X, glaube ich. Nee. Y? T? Ah. Moment. Nee. Nee, nee, das ist irgendwas anderes. H?
Kuh? Nee. Du musst entscheiden, welche du besser findest. Sturmgewehr ist das Beste, okay? Warte mal, ich trinke jetzt nochmal diesen Trank. So, dann habe ich einen Platz frei. Und dann machen wir das mal so. Genau, jetzt habe ich nämlich hier Munition, sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Können gleich ein paar Zuschauer mitspielen. Das müssten wir erstmal über den Epic Launcher, müsste ich euch erstmal adden dafür. Das machen wir mal in einem Extra-Stream, glaube ich. Das machen wir mal heute noch nicht. Ich muss heute erstmal selber klarkommen mit der ganzen Sache. Geh auf die Verbände und nimm sie. Naja, das ist nicht so einfach, ne? Wenn ich natürlich, der sagt, der Rucksack war voll. Habe ich eigentlich noch wie in PUBG die Möglichkeit, einen größeren Rucksack zu finden? Irgendwas tickt gerade. Wartet mal, mir fällt gerade mal auf, ich muss ja in die Zone. Auge des Sturms wird kleiner. 2 Minuten 54 Sekunden. Vielleicht sollte ich mal so langsam, aber sicher. Ach, man läuft durchs Wasser? Das ist ja witzig. Ich dachte, ich würde schwimmen. Einfach mit der Waffe in der Hand aufheben, okay? Ach so, dann tauscht er das einfach aus. Ah, okay. Kannst du bitte die nächsten Streams früher machen? Das kann ich leider nicht versprechen. Das hängt immer ein bisschen von meiner Zeitplanung ab. Muss ich mal gucken. Ich bemühe mich auf jeden Fall, das auch mal am Wochenende zu machen. Also ich werde dann mal statt PUBG oder so am Wochenende einfach mal Fortnite machen. Oder mal vielleicht, ich versuche es mal Nachmittag. Aber Nachmittag nehme ich normalerweise dann eher immer Let's Play-Folgen auf. Und versuche das dann immer vor dem Stream noch zu machen. Mal schauen. Ich krieg das schon irgendwie hin. Mal gucken. Habe ich da gerade wen gehört? Ich bin auf jeden Fall jetzt in der Zone. Hey, warte mal, hier habe ich doch vorhin die Treppe gebaut. Ich erkenne schon jetzt langsam ein paar Ecken wieder auf jeden Fall. Da ist die Tür offen, die war vorher nicht offen. Das heißt, da ist jemand reingelaufen und hat gelootet. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal ganz gut dabei, würde ich sagen, oder? Also jetzt habe ich Waffen, jetzt habe ich Schilde, jetzt habe ich Heilung. Ich habe alles. Ich habe auch mehrere Waffen. Kurz gesagt, ich bin gefährlich. Sammel schnell Ressourcen. Oh, warte mal, hier ist was. Was ist denn das? Schon wieder eine Waffe. Aber so eine habe ich schon. Kann ich die zerstören, um Teile davon zu bekommen? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt Menschen jagen. Das ist jetzt mal. Ich möchte jetzt mal jemanden töten. Ich will jetzt mal einen erschießen. Komm. Jetzt habe ich die besten Voraussetzungen. Jetzt muss ich mal einen töten hier. Über den Haufen ballern will ich jetzt mal einen hier. Ich habe jetzt alles. Ich habe Waffen, ich habe Heilungen. Aber die Frage ist, habe ich auch Glück oder Skill? Das finden wir jetzt raus. Huch, ich hänge fest. Man kann in den Bäumen festhängen. Hier ist nichts. Oder hier war schon jemand. Könnte jetzt natürlich auch einfach mal aus der Entfernung erledigen. Es gibt bestimmt auch Sniper oder so. Du kannst keine Waffen zerstören, okay? Ha! Ach, wie krass, der baut sich einfach eine Verteidigung auf. Wie er sich einfach ein Haus baut. Wow, war das ein Headshot? Das war ein Headshot, oder? Da stand eine 80. Ja, bau du doch nur dein Häuschen. Pass mal auf, was ich davon halte, mein Freund. Ist ja gar nicht, ey. Der ist ja flink. Wie er sich einmauert, ey. Das gibt's ja gar nicht. Wow. Verrückt. Aber seine Deckung kann ich doch theoretisch auch einfach missbrauchen.
Ja! Ich habe einen getötet! Jawohl! Sauber! Nice! Mein erster Kill! Mein allererster Fortnite-Kill. Und dann auch noch aus der Ferne. Kann ich den jetzt looten? Den kann ich doch bestimmt jetzt looten, oder? Hier, guck mal, der hat doch Zeug. Boah, was hat denn der alles dabei? Alter Verwalter, was hat der dabei, ey? Huch, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte es gar nicht aufnehmen. Munition. Raketen hat der dabei gehabt. Nein. Revolver. Nein! Das muss ich mir erstmal dran gewöhnen, das ist, dass ich das dann so aufhebe direkt. Warte mal, irgendwer hat da gerade geschossen. Irgendwer hat geballert. Und das war gar nicht so weit weg. Woher kam das jetzt? Jetzt hat er nicht auf mich geschossen. Hm. Ob der hier schon alles geplündert hat? Sieht so aus, oder? Ah! Wo? Wie? Wo kam der denn jetzt her? Scheiße! Oh, ich hab so viel gehabt! Nein, nimm mir nicht mein Zeug weg! Mein Zeug! Das ist mein Zeug! Aber wie gut war ich denn jetzt eigentlich? Deine Platzierung ist 18 da. Ey, das ist doch gar nicht schlecht, oder? Die Zone. Oh Gott! Nicht schlecht. Aber spannend. Das war sehr spannend, wenn ich das mal sagen darf. Ich habe meinen ersten Kill gemacht. Ich habe meinen ersten Kill gemacht. Nice. Ich bin Level 3. Okay. Ich spiele mal jetzt weiter. RIP. Ja, aber ey, ohne Witz, es lief besser als bei der ersten Runde. Und bei der zweiten. Und bei der dritten. Es lief gut. Eigentlich. Für meine Verhältnisse war das gut. Aber ich, ganz ehrlich, irgendwie, mir macht's irgendwie ein bisschen mehr Spaß jetzt schon so als PUBG, kann ich schon mal sagen. Weil man kann halt das mit dem Bauen, das finde ich ganz cool, dass der sich da auch so eingebaut hat, als ich ihn beschossen habe. Das hat ihm nichts gebracht, weil ich gut zielen kann, natürlich, aber ich finde das cool, dass er das überhaupt, dass man das kann halt, dass man sich einbauen kann, wenn da einer auf mich schießt so. Und dass das auch recht flott geht, dass man da nicht so lange warten muss und so. Das ist cool. Das ist cool. Ganz, ganz wichtig. Was ist ganz, ganz wichtig? Geh mal auf das Haus im See. Im See. Das Haus im See. Moment. Da ist doch... Das Einzige ist doch hier dieser Loot Lake, oder nicht? Meinst du das? Das meinst du wahrscheinlich. Aber da wollen wahrscheinlich einige hin, oder? Das fliegt ja direkt drüber. Das ist keine so gute Idee. Ich gehe mal hier hin. Und abspringen. Es gibt auch krasse Fallen, okay? Immer weiter spielen, nie die Geduld verlieren. Das habe ich ja bei PUBG auch gemacht. Da habe ich ja auch immer weiter gemacht, auch wenn ich mal verloren habe oder gestorben bin. So schnell lasse ich mich da jetzt nicht irgendwie unterkriegen oder so. Da habe ich schon einen langen Atem. Aber ich brauche halt immer eine ganze Weile, um erstmal mit den ganzen Sachen klarzukommen, die man so machen kann. Also ich bin nicht ganz so schnell am Anfang mit dem Sachen kapieren, aber wenn ich es dann mal kapiert habe, dann geht es halbwegs. Ich muss erstmal meinen Modus finden, so ein bisschen. Oh, hier ist ganz viel. Oh nein, da sind auch ganz viele Menschen. Bitte sag mir, dass das... Nein, 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 geh weg. Du hässlicher Mensch, geh weg. Warum verfolgt er mich? Ah! Ich habe ihn einmal geschlagen. Er läuft mir nach. Hui. Ah!
Heulzeug habe ich. Wenn der jetzt eine Waffe hat. Ah, nein, nein, scheiße. Nein. Warum bin ich denn nicht nach links gelaufen? Da wäre eine Waffe gewesen. Verdammt. Egal. Spieler melden gleich direkt. Ah, okay. Weiter. Das war nicht so gut. Aber ich finde es gut, dass es schnell wieder weitergeht. Also das ist, bei PUBG ist es ja schon so ähnlich. Aber hier geht es noch schneller. Hier ist der Fluss noch schneller irgendwie. Das finde ich gut. Wenn es mal nicht ganz lief, dann zack, kann man gleich wieder direkt die nächste Runde starten. Es gibt 4 Seltenheitsgrade. Grau, grün, blau, lila. Okay. Gut. Das ist ja ein bisschen wie bei Ark. Da gibt es ja auch verschiedenstufige Items. Da gibt es ja auch... Ja, das ist genau dieselben Farben eigentlich auch. Interessant. Meine Waffe. Geh weg. Hui! Das ist so lustig mit den Reifen. Das geht auch nur, wenn bei dem Angewinkelten geht das nur. Ah, da geht's schon los. Das Leben war kurz, ja. Manchmal ist das Leben sehr schnell vorbei. Ich geh mal hier hin. Hui! Hui, hui! Ah. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht schaffe ich es da jetzt nochmal einen Kill zu machen. Das wäre mal nicht schlecht. Einen Kill, einen Kill. Das freut mich sehr viel. Oh Gott. Das war ein Reim. Und der war nicht fein. Da unten ist noch einer. Warte mal, ich mach mal den Dings aus. Kann man den jetzt hier auch cutten eigentlich? Nee, das geht nicht. Bisschen wie im PUBG auch so ähnlich. Nur bei PUBG kann man ihn nicht wieder zumachen in der Luft und dann wieder aufmachen, also wenn man noch oben ist. Das geht nicht. Ich geh mal hier ins... Ha! 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 Ja! Waffel! Fertig oder nicht? Ich komme. Ah! Ah! Jesus! Okay, ich muss ganz dringend aufs Klo. Ich bin gleich wieder da und dann machen wir die nächste Runde. Wenn wir hier, wir können ja hier ihr so lange zugucken, das ist doch gar nicht schlecht. Bin mal gespannt. Bin gleich wieder da.